Auf eine Tasse Tee, es ist 21 Uhr mit der Geldfrau. Schön, dass ihr euch schon mal draufschaltet. Es freut mich sehr, dass ihr mir die Treue haltet. Ich bin heute etwas langsamer unterwegs. Danke. Hallo. Grüßt euch. Ja, ich bin heute etwas langsamer unterwegs. Mein Tag war heute irgendwie aufregend und ich schicke euch auch Herzchen. Mein Tag war heute aufregend und ja, ich bin etwas geschafft, ich gebe es zu. Aber ich denke, es ist okay. Heute alles mal ein bisschen langsamer. Ich winke euch auch zu. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe auch hier wieder meinen Tee. Ich sitze wieder zu Hause in meiner Sofaecke. Bin nicht bei Freunden unterwegs. Heute ist Montag und ich habe heute ein spannendes Thema für euch, wo ich auch ein bisschen Zeit brauche, um darüber zu reden und auch mit euch vielleicht in Dialog zu treten. Und zwar ist es der Niedrigzins. Hallo Finanzfluss. Der Niedrigzins geht uns ja alle an, denn wir kommen hier nicht mehr so aus dieser bequemen Situation, wie es früher zumindest schien oder auch früher war, dass wir unser Geld auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten oder auf dem Girokonto einfach liegen lassen für 4, 5 oder 6% auch, weil solche Zinssätze, die es in den 80er Jahren noch gab, in den 50er, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, die gibt es heute nicht mehr. Wir haben Niedrigzinsen. Unser aktueller Leitzins steht bei 0%. So wie es aussieht, wird der auch noch länger so stehen bleiben. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass der Niedrigzins in den nächsten, ich würde mal sagen, 5 Jahren, vielleicht sind es sogar 10 Jahre, ein höherer Zins wird. Also es gibt verschiedene Experten, die sich darüber mehr Gedanken machen als ich jetzt. Und da ist unisono die Meinung, der Niedrigzins bleibt uns einige Jahre noch erhalten, vielleicht sogar das ganze Jahrzehnt. Das werden wir in der Nachbetrachtung erst sehen. Aber es ist eine Situation, die wir tatsächlich noch nie hatten. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Die Leitzinsen in der Bundesrepublik damals, die lagen immer so zwischen 3, 4, 6%, aber nie bei 0%. Und ich wollte euch mal erzählen, wo denn der Niedrigzins sich dran festmacht. Das ist vielleicht heute ein bisschen technisch, aber ich finde, es ist wichtig, dass ihr versteht, wo denn der Niedrigzins überhaupt herkommt. Den legt die Europäische Zentralbank fest. Das wisst ihr, die EZB, die sollten alle kennen. Die Europäische Zentralbank ist quasi die Hüterin der Geldwertstabilität des Euro. Seit wir den Euro haben, kümmert sich die Europäische Zentralbank darum. Früher war das, ne, in der Bundesrepublik Deutschland die Bundesbank, die ist heutzutage quasi nur noch eine Filiale der Europäischen Zentralbank, des Eurosystems. Die EZB ist ganz nach dem Vorbild oder sehr, sehr eng an das Vorbild der Bundesbank gegründet worden und aufgebaut worden. Die Prinzipien, die in der EZB herrschen, die kommen hauptsächlich aus dem Bundesbankdenken, sagen wir es mal so. Die Europäische Zentralbank wacht darüber, dass unsere Inflation, also der Kaufkraftverlust, nicht mehr als 2% pro Jahr beträgt. Das ist so dieser Korridor, in dem die Europäische Zentralbank den Leitzins tatsächlich bestimmt. Wie macht sie das? Indem sie ihn eben erhöht oder senkt. Hohe Leitzinsen heißen, dass die Banken mehr Geld aufbringen müssen, um sich Geld zu leihen, dass sich Unternehmen mehr Zinsen aufbringen müssen, um sich Geld zu leihen. Das dämpft quasi die Wirtschaft. Und wenn wir niedrige Zinsen haben, sollte es die Wirtschaft befeuern. Also Unternehmen anregen, Privatpersonen anregen, sich Geld zu leihen bei den Banken, um die Wirtschaft anzukurbeln, um zu konsumieren, ne, um Immobilien zu kaufen. Also alles das, was wir zurzeit auch sehen und Aktien auch zu kaufen. Auch das sehen wir ja. Die Aktienhöchststände sind auch korreliert mit dem niedrigen Zins der EZB. Wie macht die EZB das? Die EZB hat drei verschiedene Zinssätze, die sie festlegt. Und zwar ist es so, dass wir, also ihr und ich, wir können uns ja kein Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen, auch nicht bei der Bundesbank.
was vielleicht in Zukunft durchaus der Fall sein kann, aber im Moment ist das nicht so. Wer sich dort Geld leihen kann, das sind die Banken, ne? Und die leihen sich den Zins über den Hauptrefinanzierungssatz. Da gibt es, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, so Tenderverfahren. Also da melden die Banken an, ich brauche hier 1 Million, und dann kriegen sie von der EZB diese Million zu eben diesem Leitzinssatz. Das ist so ein mittellangfristiges, auch kurzfristiges Verleihen. Dann auch, dafür gibt es einen Zinssatz, dann gibt es einen anderen Zinssatz, wenn sich die Banken über Nacht nur Geld leihen möchten. Zum Beispiel von der EZB, weil sie irgendwie Liquiditätsengpässe bei sich haben. Da gibt es einen anderen Zinssatz. Und dann gibt es noch den Zins. Das ist dann der sogenannte Minuszins, ne, von dem ihr auch schon gehört habt. Wenn was weiß ich, eine Deutsche Bank oder eine Sparkasse bei der EZB tatsächlich Gelder über Nacht anlegt, also parkt, da müssen sie zurzeit 0,5% bezahlen. Der Hauptfinanzierungssatz liegt zurzeit bei 0%, also das ist so dieser allgemeine Zinssatz, zu dem sich die Banken Geld leihen können. Und die Übernachtungskredit liegt bei 0,25%. Also man kann sagen, wir sind echt bei der Nulllinie, und das seit 2016. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Und an diesem Zinssatz, den 0%, richten sich die Banken aus, was sie von uns verlangen können. Wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen wollen oder, ne, einen Immobilienkredit haben wollen, dann beträgt der Zinssatz zurzeit, ich glaube, 0,8%. Das ist irre. Also es ist wirklich wahnsinnig niedrig, wahnsinnig wenig Geld. Kommt natürlich auch auf eure Sicherheiten drauf an, aber solche Zinssätze habe ich schon gesehen, ich glaube teilweise sogar drunter. Die Konsumentenkredite sind teurer, das sind so 3-4%. Was aber wahnsinnig teuer ist, und das kennt ihr vielleicht auch, die Dispo-Zinsen. Also wenn ihr in euren Dispo-Kredit geht, also euer Konto überzieht, dann habt ihr schon mal 7% auf der Uhr, 8%, manchmal 12 oder 13. Also da hat die Bank tatsächlich 13% Zinsspanne im Vergleich zu dem Geld, was sie sich geliehen hat bei der Europäischen Zentralbank. Nämlich, da kriegt sie das Geld zu Nullzins, also gratis im Grunde. Kann sie sich mit Zentralbankgeld eindecken für nichts und verleiht dann an uns das Geld für 13%. Also da ist schon eine ordentliche Marge drin. Deshalb lasst den Dispo wirklich weg. Kein Dispo, nicht in den Dispo gehen, da zahlt ihr wirklich horrende Zinsen. Nicht in Anspruch nehmen. Dann lieber, also wenn ihr höher verschuldet seid im Dispo, dann versucht lieber, das umzuschichten. Geht zu eurer Bank und versucht umzuschulden in einen normalen Kredit, aber bitte nur in der Höhe und ohne Restschuldversicherung, sondern nur diesen Betrag im Dispo umschulden, nichts anderes, keine Zusatzversicherung, nicht. Aber dann zahlt ihr nämlich nur noch, was weiß ich, 3 oder 4% und keine horrenden 7, 8 oder sogar 12, 13%. Ne? Okay, also das ist der Niedrigzins und wie der über die Banken quasi dann zu uns kommt. Ne? Ich habe hier unten meinen Spickzettel. Und der Niedrigzins wirkt auch über verschiedenste Kanäle auch auf andere Zinsen. Also ist er wirklich der Referenzzins der Europäischen Zentralbank, hat einen Leitzins. Die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank hat natürlich auch einen Leitzins. Die japanische Notenbank, die russische Notenbank, die alle geben für ihre Währungsraum, ne, für ihren Währungsraum den Leitzins heraus, an dem sich dann die Banken dieses Währungsraumes orientieren mit ihrer Zinspolitik. Ne? So, das ist das, was so vom theoretischen und auch vom praktischen Hintergrund ihr tatsächlich wissen müsst zum Niedrigzins. Warum wir den jetzt haben, ja, das lest ihr täglich in der Zeitung. Ich glaube, das muss ich euch nicht weiter erzählen. Letztlich liegt es daran, dass die Banken immer noch total viele faule Kredite in ihren Bilanzen haben und das System immer noch nicht bereinigt ist und ja, die EZB laufend Cash zur Verfügung stellt, damit das System am Laufen gehalten wird. Okay, das Problem für uns ist nun, wir kriegen ja auf unser Geld auf dem Konto keine Zinsen mehr. Wir haben eine Inflation zurzeit von, ich glaube, 1,5, 1,6%. Das heißt, wir verlieren quasi jeden Monat und jedes Jahr minus 1,5, 6% an Kaufkraft, weil wir das nicht kompensieren können mit einem Zins. Wenn der Zins bei 2% stehen würde, ne, würde man ein kleines Plus machen. Gut,
Dann käme noch die Kapitalertragssteuer weg. Aber so ungefähr wäre dann der Ausgleich. Das ist nicht mehr möglich. Und deshalb, wenn wir unser Geld auf den Konten liegen lassen, als Investition, dann knabbert die Inflation tatsächlich unser Geld auf. Das führt zum Beispiel bei der Bild-Zeitung zu solchen wahnwitzigen Headlines, die dann sagen, Sparen lohnt sich nicht. Vielleicht habt ihr das gelesen. Innerlich musste ich lachen, dann wurde ich wütend. Und dann habe ich das irgendwo anders mal in einem Kommentar gelesen. Ja, sparen lohnt sich doch nicht. Ich hoffe, dass ihr wisst, dass das ist echt Bild-Zeitungs-Panikmache und Verwirrungsmache ist. Sparen lohnt sich auf jeden Fall. Rücklagen bilden lohnt sich auf jeden Fall. Das ist total wichtig, um einfach ein ruhiges Leben zu haben, dass du deinen Urlaub bezahlen kannst, dass wenn mal irgendwas passiert, dass du für deine Kinder genug Geld hast in der Hinterhand, wegen, was weiß ich, wenn die Schule ein Ausflug ist und so weiter. Also wir brauchen Cash-Reserven, die auf einem Tagesgeldkonto liegen. Davon hatte ich ja am Freitag berichtet oder euch erzählt, die auf einem Tagesgeldkonto liegen. Die müssen keine Zinsen unbedingt einbringen. Das sind unsere Liquiditätsreserven für whatever in unserem Leben passiert, ne? Aber darüber hinaus knabbert eben dieser Niedrigzins an unseren Geldern. Und was die Bild-Zeitung eigentlich sagen wollte, also hier, wir kriegen einfach keine Zinsen mehr auf unser Erspartes. Aber deswegen lohnt sich Sparen natürlich noch, ist klar. Wir werden aber dadurch im Grunde so fast gezwungen, wenn wir nicht zugucken wollen, wie unser Geld quasi dahin schmilzt, was wir ja über die Jahre ansammeln. Finanztipps von der Bild, ja. Sehr richtig, zum Totlachen. Sehr richtig, Katrin. Sehr richtig. Aber viele Menschen, ich bin von ganz vielen wirklich darauf angesprochen worden, sag mal, Dani, wieso lohnt sich Sparen nicht mehr? Also, man unterschätzt manchmal, was das so auslöst, auch in den Köpfen. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir werden quasi gezwungen, wenn wir dem nicht zugucken wollen, wie unser Geld dahin schmilzt, anders zu investieren. Und das ist auch etwas, womit ihr euch beschäftigen solltet und müsst. Wenn ihr langfristig für euch vorsorgen möchtet, für eure Rente vorsorgen möchtet, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, geht das nicht mehr mit Hunderttausenden auf Tagesgeldkonten. Das geht nicht mehr. Das ist auch wegen der Einlagensicherung sowieso ein bisschen schwierig, aber man kann ja das Geld auf, was weiß ich, fünf Konten, fünf Banken verteilen, ne? Dann könnte man auf jedem Bankkonto 100.000 Euro haben. Das ist nicht zu empfehlen, weil es tatsächlich über die Jahre und über den Zinseszinseffekt echt wegschmilzt. Das heißt, ihr müsst euch beschäftigen mit Aktien, die, wenn sie 15 Jahre angelegt sind, im Schnitt jährlich eine Rendite einfahren von 6%. 5 bis 6%, aber langfristig, nicht kurzfristig. Immobilien zum Beispiel, vielleicht auch REITs, aber größere Summen einfach nur auf den Konten liegen zu haben und sie vor sich hin dümpeln zu lassen, um Vermögen aufzubauen, das ist keine wirklich kluge Strategie mehr. Deshalb, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, über die Rücklagen hinaus, dann müsst ihr euch beschäftigen mit Aktien, mit Immobilien, aber vielleicht auch ein bisschen mit Gold. Ich bin keine große Verfechterin von Goldinvestments, das gebe ich ehrlich zu. Ich finde, Gold hat zu viele Nachteile. Es ist einer der manipuliertesten Preise, die es gibt. Die Notenbanken haben immer großes Auge darauf. Es ist, wenn wirklich alles zusammenbricht, kannst du Gold auch nicht essen. Also dann habe ich lieber meinen Garten. Aber es ist also vielleicht auch so ein bisschen, ja, es ist natürlich auch ein Wertaufbewahrung Gold. Aber wenn ihr Gold kaufen möchtet, dann bitte immer physisch. Also das, was ihr auch wirklich in der Hand habt. Versteckt es gut in der Wohnung und guckt darauf, dass ihr kleine Stückelungen kauft. Kleine Barren, die man auch vielleicht wirklich dann tauschen kann, wenn wirklich alles den Bach runtergeht oder vieles den Bach runtergeht. Wenn alles den Bach runtergeht, nützt euch Gold auch nicht mehr. Aber wenn so einiges den Bach runtergeht, dass ihr es tatsächlich als Zahlungsmittel benutzen könnt. Und wenn ihr Gold kauft, dann bitte kauft es anonym, nicht übers Netz, wo ihr alle Daten hinterlasst. Dann geht wirklich zu Degussa, guckt, dass es wirklich die seriösen Goldverkäufer sind, wie Degussa zum Beispiel. Geht hin zu Degussa, die haben regionale
Filialen und dort könnt ihr anonym euer Geld auf den Tisch legen und sagt, ihr möchtet eine bestimmte Goldstückelung haben. Es gibt so ganz kleine, 1 Gramm zum Beispiel Gold. Ja, das ist wie so ein Tafel Schokolade sieht das aus, ne? Knickgold, ganz spannend. Sowas könntet ihr zum Beispiel auch kaufen. Aber bitte, wenn dann anonym, weil dann weiß keiner, dass ihr es habt, weil es gab ja schon Zeiten, wo die Regierungen tatsächlich das Gold eingezogen haben von Privatanlegern. Also, wenn ihr solche Gedanken habt, investiert aber nicht zu viel in Gold. Wie gesagt, ich bin keine Verfechterin darin, aber sag mal, zufrieden macht oder ein Gefühl von Sicherheit gibt, ja, dann investiert halt 5% oder 10% eures Vermögens in klein gestückeltes Gold, anonym und am besten physisch, verpackt es irgendwo im Haus, wo es keiner sieht, wo man auch nicht so schnell hinkommt, wenn einer einbricht, ne? Nicht in die Schatzschatulle. Ich habe interessanterweise zu Hause bei mir ein Tresor in der Wand eingelassen. Das ist sehr spannend. Das war schon von den Vormietern hier. Aber das hat ja nicht jeder. Okay, also ihr müsst euch beschäftigen mit Aktien, mit Immobilien, eventuell ein bisschen mit Gold. Anders geht es nicht. Okay, anders geht es leider nicht. Und die Niedrigzinsen werden uns erhalten bleiben. Das ist keine einmalige Sache. Das wird bleiben. Ich schätze mal, wir werden dieses Jahrzehnt vielleicht am Ende andere Zinssätze sehen, aber nicht in den nächsten Jahren. Das ist für die unter euch, die zum Beispiel Immobilienkredite umschulden wollen und so wie früher anfangen, da gab es ja wenn man sich die Kredite, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, wenn man so Vorverträge macht und sich einen bestimmten Zinssatz sichert, braucht er eigentlich heutzutage nicht machen, so in den nächsten 2, 3 Jahren. Würde ich nicht machen. Okay. Das ist meine Einschätzung zum Niedrigzins. Wenn ihr noch Fragen habt, wäre das jetzt die Möglichkeit und die Chance, noch was zu stellen. Ich gucke mal noch auf meinen Spickzettel. Aber alles, was ich euch sagen wollte, habe ich euch gesagt. Okay. Also, wenn ihr noch eine Frage habt, stellt sie mir. Ich trinke hier mal noch hier so meinen Tee. Wenn Aktien, dann empfiehlt es sich, erst ein bisschen zu üben. Absolut. Ah, nee. Absolut. Aber ich denke, das wisst ihr auch, ne? Wenn ihr in Aktien und Immobilien investiert, Aktien zum Beispiel eben in die börsengehandelten Indexfonds, in die ETFs, Aktien nicht unbedingt als Einzelaktien, das kostet viel Zeit, ist auch deutlich riskanter als Einzelaktien. Aber insgesamt mit diesen Investments zu beschäftigen, ist wichtig. ETFs, Einzelaktien, Immobilien oder REITs. Als Teilstücke von Immobilien. Und klar, ihr fangt klein an und robbt euch an die Materie ran, ne? Keiner ist als Investor vom Himmel gefallen, auch nicht Herr Graham, auch nicht Herr Warren Buffett. Die sind alle nicht vom Himmel gefallen, die haben klein angefangen. Sehr guter Hinweis, Dankeschön. Was empfiehlst du vom Kindergeld für die Kinder zu kaufen? ETF oder Goldstücke? Naja. Also wenn ich glaube, ich würde auf ETF gehen, größtenteils, definitiv. Aber du kannst auch 1, 2, 3, 4 Goldstücke kaufen, weil nämlich weißt du, was auch schön ist? Goldstücke sehen ja auch schön aus. Das hat auch noch einen anderen Wert. Der Goldwert ist das eine, aber diese kleinen Sachen zu haben und die dann vielleicht auch mal weiter zu verschenken an die nächste Generation. Hat auch was Schönes. Ne? Es kann ein zusätzliches Geschenk auch sein. Generell, also wenn du das Kindergeld nicht brauchst, generell stehe ich ja auf dem Standpunkt, setz das Kindergeld so für die Kinder ein und die Kinder sollen dann später mal selber ihre Sachen, ihr Vermögen aufbauen. Aber wenn ihr das Kindergeld tatsächlich, ich sag mal, übrig habt, nicht unbedingt braucht, ja, dann ich würde größtenteils in ETFs gehen und ein bisschen in Gold. Okay, was haben wir noch? Dankeschön, ja. Dankeschön auch an euch. Okay, also Gold ist durchaus eine Überlegung wert. Aber nicht zu viel in Gold investieren. Ne? Lasst euch bitte nicht kirre machen von diesen Crash-Propheten, die immer uns was einreden wollen. Das ist immer wichtig hinzugucken, wer redet euch oder wer möchte denn euch sowas einreden, dass ihr bestimmte Fonds kauft, dass ihr Gold kauft und so weiter. Wenn man da so ein bisschen quer recherchiert, sieht man, dass die Leute, die so viel von Crash reden, manchmal auch davon profitieren, dass wir dann in Angstkäufe verfallen.
Nicht machen, okay? Welche Stückelungen machen denn Sinn bei Gold? Oh, ehrlich gesagt, das kann ich dir gar nicht so sagen, weil ich, wie gesagt, ich bin in Gold, ich betrachte das von der volkswirtschaftlichen Sicht vor allen Dingen raus und nicht tatsächlich von der Kaufsicht. Deshalb kann ich dir da gar nicht groß was sagen. Da gibt es andere Fachleute oder Fachleute, die das besser können. Aber was ich dir sagen kann, ist, Frau Jess, dass die Frage ist, was willst du mit dem Gold? Also möchtest du vor allen Dingen den Wert deines Geldes aufbewahren, dann kannst du ein bisschen größer stückeln. Also dann kannst du mehrere Gramm nehmen, vielleicht auch sogar eine Kilomünze. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du damit bezahlen möchtest, wirklich bezahlen möchtest im Falle eines Falles, dann sollte die Stückelung natürlich möglichst klein sein. Denn wenn du dann, was weiß ich, beim Bäcker oder beim Fleischer was kaufen möchtest, also ne, in dieser Kategorie bewegen wir uns ja dann. Dann muss es handelbar sein. Ne? Das ist die Überlegung, die du machen möchtest. Warum möchtest du Gold kaufen? Warum ist das ein Investment für dich? Wenn es ein Investment ist für langfristig und was weiß ich, du nicht damit bezahlen willst, dann kannst du es auch in einer großen Stückelung nehmen. Ansonsten möglichst klein. Ne? Okay, also. Dann, ich habe überzogen, maßlos. Aber ihr habt euch hoffentlich nicht gelangweilt. Also, dann morgen geht es um den Zins. Ich bleibe nochmal dabei, denn es ist wichtig, dass ihr den Zinseszinseffekt versteht und Zins. Und da gibt es noch einiges drüber zu sagen. Also, schaltet ein. Es ist auch immer gut, nochmal, was weiß ich, das eigene Wissen abzuklopfen. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich trinke hier noch meinen Tee. Und schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns morgen. Würde mich freuen.